Ja, servus Leute, wenn ihr euch für Automaten interessiert und Snacks und Getränke, Spielzeugautomaten, dann seid ihr bei mir auf dem richtigen Kanal. Ich bin zurzeit total in der Informationsphase und versuche herauszufinden, wie das ganze Business funktioniert und was man eigentlich beachten muss und wo sind die Rahmenbedingungen und so weiter. Und ja, jetzt war ich letztens an einem See und habe mit einer Eisdiele gesprochen. Die haben einen kleinen ja, Flummi-Automaten direkt vor der Haustür stehen. Und der Typ, der sozusagen diesen Flummi-Automaten hingestellt hat, der zahlt der Eisdiele 30%, was in etwa 300 Euro monatlich entspricht. Der füllt den alle 15 Tage auf, was ein Umsatz natürlich, wenn man es runterrechnet und wieder hoch, auf 1000 Euro brutto mit einem Flummi-Automaten ergibt. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, See und so weiter, Eisdiele. Das ist halt saisonbedingt, also im Winter wird da sicherlich viel weniger bis gar nichts gehen. Also rechnen wir mal 6.000 Euro aufs Jahr anstatt 12.000 Euro, weil natürlich im Winter kauft keiner Eis und der Automat steht halt irgendwo drinnen. Nichtsdestotrotz, ziemlich interessant. Dann musst du halt von, wenn wir jetzt 1.000 Euro wirklich nehmen, dann ist es natürlich sehr einfach zu rechnen. Ungefähr die Hälfte wegnehmen für den Einkaufspreis, wenn du jetzt teure Produkte hast oder so, die 50 Cent kosten. Wenn du natürlich günstigere nimmst, die nur 5 Cent oder so kommen, ist deine Marge wesentlich höher. Fertig? Ja, und dann musst du natürlich von den 1000 Euro die 19% Mehrwertsteuer noch abrechnen, die du ja abgeben musst an den guten Start oder wenn du eine höhere Umsatzsteuer hast, dann natürlich das. Dann die 30%, was ungefähr die 300 Euro entspricht, beziehungsweise wenn du es halt aufs Jahr rechnest, hast du halt, keine Ahnung, 12.000 minus die 19% bist du bei 18.000, minus die 50% für den Einkauf bei 4.500, minus die 30% und dann bleiben dir am Schluss Jahresgewinn 2.835 Euro. So meine Rechnung. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das nicht stimmt. Mit einem Automaten sind ungefähr 200 Euro im Monat. Wenn man es jetzt mal so wieder runterbricht, geteilt durch 12 und so weiter. Ist jetzt nicht super viel, aber andererseits, ich meine, du verkaufst Flummis für 1 Euro und kriegst dafür, dass du eigentlich nichts wirklich machst. Du füllst ihn zweimal im Monat auf, kriegst du 200 Euro, also das ist schon mega gut. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Habe ich mich verrechnet und habt ihr Erfahrungen mit Kinderspielzeugautomaten? Ja, das ist ein spannendes Thema. Hast kein MHD und ja, findest vielleicht recht einfachen Standort. Also, ja, abonniert auf jeden Fall mal den Kanal. Ciao.